Tag der Deutschen Einheit machten wir uns voller Vorfreude auf in Richtung Börge. Dort angekommen spielte der liebe Herrgott mit dem Wetter nicht so mit, wie wir uns das vorgestellt haben. Ganz zur Belustigung einiger Mitfahrender. Was war das Schönste am heutigen Tag? Das Schönste am heutigen Tag war, dass ich erlebt habe, dass der Draht vom Pfarrer Zitzler nach oben doch nicht so gut ist, wie ich bis dato angenommen habe. Ja, wir haben aber Gott sei Dank ein Ausweichprogramm gehabt und es hat wahrscheinlich gut mithalten können. Aber es wäre jetzt schön gewesen, wenn wir oben gewesen wären im Herzogstand. Aber es war es unter Asche. Also mussten wir schnell umdisponieren und verbrachten unseren Vormittag in einem Bauernhofmuseum, bei dem wir sehen konnten, wie das Leben auf dem Land früher aussah. Das Museum begeisterte Jung und Alt, wie Sie jetzt hören. Welche Eindrücke sind Ihnen in eurem Gedächtnis? Ja, mir sind noch viele Eindrücke im Gedächtnis, vor allem wenn man die Zeit vergleicht, wie es früher war, wo man jetzt die ganze Handwerks- oder die ganze Werkzeuge gesehen hat, wie früher das Leben stattgefunden hat, wie man früher sich plagen hat müssen und wie leicht man es heute hat. Ich habe es gerade vorhin zu meiner Frau gesagt, wenn man das vergleicht, früher noch, wie man es die Wassergeschichte angeschaut, wie man der Brunnen geschlagen hat früher, wie man das Wasser gewonnen hat, wie man sich früher plagen hat müssen, den Brunnen zu schlagen und wie leicht es heute geht mit Strom und mit Akku und so weiter. Was war heute der allerbeste Eindruck von dem Tag? Das Museumsdorf, wo wir waren, war ziemlich cool. Ich fand es interessant zu sehen, wie die Leute damals so gelebt haben. Kann man sich jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Was hat dir denn heute am besten gefallen? Das Museum, und weil da war ja auch die Pferdevorführung und das war ganz cool. Ja, Dreschmaschine halt. Danach fuhr uns der Bus zum Kloster in Benediktbeuern, in dessen Hauskapelle wir zusammen einen Gottesdienst gefeiert haben. Wir hatten sogar ein kleines Orchester der Jugendkapelle Simply the Best dabei, die Messe musikalisch begleitet haben. Also, warum bist du heute dabei? Ja, weil uns der liebe Martin arrangiert hat und ja, wir spielen halt Musik bzw. gestalten den Gottesdienst mit und ja. Nach dem Gottesdienst hatten wir die Gelegenheit, uns umzusehen. Bestenfalls mit einer Führung, an der aber nicht alle christlichen Menschen teilgenommen haben. Wo waren Sie während der Klosterführung? Da war ich im Klosterbräu. Warum sind Sie da nicht mitgegangen? Habe ich schon gesehen. Ich bin so christlich. Ich habe das schon alles gesehen. Einige aufmerksame Mitfahrer bemerkten auch andere interessante Sachen im Kloster. Benediktbeuern, die Orangerie gegenüber der Gärtnerei. Ja, wir waren zufällig drüben beim Eisessen mit der Sandra, der Annika und der Marie. Und da gibt es eine wunderschöne hölzerne Orangerie mit Durchfahrt und offener Terrasse. Wunderschön. Wie hat Ihnen Benediktbeuern gefallen? Sehr gut. Also mir war es bekannt von früher, ich war schon mal dort und ja, man hat es gleich wieder kennt. Zum Abschluss des Tages ging es noch zum Essen. Wie hat Ihnen das Essen geschmeckt? Das Essen war halt ganz gut. Doch, wir sind alle satt geworden, der Preis hat passt, was zum Trinken hat es gegeben und vor allem waren es das mal freundlich, die Bedienungen. Warum hat man das schon? Ich habe es schon anders da erlebt. Wie hat Ihnen das Essen geschmeckt? Also das Essen war okay. Okay, was gab's denn zum Essen? Also ich habe gehabt Gulasch mit Spätzle, das war okay, ja, kann man sagen. Auf der Rückfahrt im Bus kamen wir dann höher als den ganzen Tag. Hören Sie selbst. Wenn wir klimmen, schwindende Höhen, steigen den Bergkreuz zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Ja, 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 herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja, wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Natürlich haben wir auch gefragt, ob jemand schon mal auf einer Bergmesse dabei war. Da haben wir auch so einige Stimmen einfangen können. Wie oft waren Sie schon bei einer Bergmesse dabei? Ich bin bei der Bergmesse dabei, seit ich ein kleines Kind war. Da schon, ja, immer mit Begeisterung und
öfters hat es stattgefunden und ab und zu gab es auch Alternativprogramm. Aber es war immer ein schöner Ausflug. Wie oft waren Sie schon mal auf einer Bergmesse? 2 oder 3 Mal, ganz genau weiß es nicht. Oh, wir machen das schon Jahre, schon Jahrzehnte sind wir dabei. Na schlecht. War immer toll bis jetzt. Wie oft waren Sie denn schon bei einer Bergmesse dabei? So 5 Mal ungefähr. Wo waren Sie denn schon überall? Argenstein, wo waren wir denn überall? Neunerköpfle waren wir einmal auf dem Moment. Im Ettaler Mantel waren wir mal oben, also schon mehrmals. Ja. Und die sind alle nicht ins Wasser gefallen? Nein, das ist die einzige. Es sind zu viele schwarze Schafe dabei. Josef! Aber ich denke, das Alternativprogramm ist ja jetzt auch nicht schlecht, oder? Ja, das hat gepasst. Ist doch schön, gell? Das Wetter, das passt noch. Wunderschön. Ja? Wie oft waren Sie schon bei einer Bergmesse dabei? Ja, das könnten schon so 7 Mal vielleicht gewesen sein. So lange weiß ich jetzt mal, aber ich weiß die letzten 4 Mal nicht mehr ganz. Vor 3 Mal, das fällt mir noch. Einmal waren wir im Neunerköpfle und dann waren wir das Ettal da und beim Kobel waren wir dabei, da sind wir aufgelaufen. Da war es so wie heute, da hätten wir auch noch auflaufen können für alle. Heute auch wieder, aber das Alternativprogramm von heute war zwar auch gut. Aber das ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, nächstes Jahr mit dem Motorrad Ausflugsziele im Auge zu haben und darum passt es dann schon, da komme ich dann schon noch auf jetzt. Wie oft waren Sie schon bei einer Bergmesse dabei? Oh, 3 Mal glaube ich. Wo waren Sie denn schon überall? Neunerköpfle, Hinterstein und heute. Heute waren wir halt im Kloster. Wie oft waren Sie denn schon bei einer Bergmesse dabei? Bei noch gar keiner Bergmesse. Das war meine erste und die ist ja jetzt ausgefallen. Das heißt, Sie werden das nächste Mal wieder mitkommen? Ja, mit der Option, dass wir dann hochfahren. Dass der Himmel blau ist, genau. Und was die Leute vom Tag der Deutschen Einheit halten, der ihnen immerhin diesen freien Tag ermöglicht hat, erfahren Sie jetzt. Freuen Sie sich über den Tag der Deutschen Einheit. Ja. Warum? Ja, Einigung ist doch immer schön, oder nicht? Freuen Sie sich über den Tag der Deutschen Einheit? Ja, so halbe. Warum? Ach so halt. Da hast du eine gescheite Frage. Freuen Sie sich über den Tag der Deutschen Einheit? Ach, die sagt man eigentlich relativ wenig, die Deutsche Einheit freuen. Ja gut, ein Feiertag ist, das ist was. Abschließend können wir sagen, es war ein schöner Tag. Da die Interviews wieder einmal in einem fahrenden Bus aufgenommen wurden, bitten wir Sie bei Verständnisproblemen, sorry, ich höre die nicht, nachsichtig mit uns zu sein. Valentin Oeferle und Nicole Reiner für Radio Rauchfahrt.